Zeithain, eine Gemeinde im Freistaat Sachsen, ein Ort nordöstlich von Riesa, am Rande der Elbaue. Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist Zeithain heute die größte sowjetische Kriegsgräberstätte. Mitten in Deutschland befand sich während des Zweiten Weltkrieges hier ein Kriegsgefangenenlager, eine Stätte von Verbrechen der deutschen Wehrmacht. Vorsätzlich wurde gegen die Menschenwürde verstoßen, das Kriegsvölkerrecht außer Kraft gesetzt. Im Ehrenhain Zeithain erinnern das Dokumentenhaus und die Lagerbaracke an die Geschichte des Kriegsgefangenenlagers. Die Dauerausstellung zeigt Zeitdokumente, Objekte, Fotos und historisches Filmmaterial. April 1941. Die Wehrmacht befiehlt, ein Kriegsgefangenenlager auf dem Truppenübungsplatz zu errichten. Das Ziel? Registrierung und Verteilung sowjetischer Kriegsgefangener auf Arbeitskommandos in Mitteldeutschland und Bayern. Fehlende Unterkünfte, verschmutzte Brunnen und Latrinen sowie mangelnde Waschplätze führten zu unmenschlichen hygienischen Verhältnissen. Geschwächt durch Mangelernährung starben Zehntausende an Ruhr, Typhus, Fleckfieber und Unterernährung. Alles geschah mit Vorsatz, als Teil des Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion. Es kamen Menschen anderer Nationalitäten hinzu, vor allem Italiener und Polen. Für sowjetische und italienische Gefangene wurde das Lager zu einem Ort massenhaften Sterbens. Im Umgang mit den Kriegsgefangenen war das Aushungern Bestandteil der Politik der deutschen Wehrmacht. Bewusst hat die Wehrmacht dabei ihre eigenen Prinzipien einer ritterlichen Kriegsführung missachtet. Die Gefangenen waren der Willkür ihrer Bewacher unterworfen. Einer der Bewacher in Zeithain war Leutnant K. Die privaten Briefe, Fotos und Erinnerungen des Offiziers sind eine eindrucksvolle und schockierende Dokumentation des Lageralltags und des Massensterbens. Der Leipziger Lehrer diente als Reserveoffizier im Zeithainer Lager. Es waren wieder furchtbare Eindrücke. Ein Massensterben jetzt, bei Nässe und Kälte. Täglich über 100. Man gewöhnt sich an das Entsetzliche. Hier sind Menschen wie Dreck. Das ganze Lager, nach dem Schneematsch von gestern, ein Schlammsee. Zu treuer Liebe, euer Papa. 5.11.41. Lagerwache. Schneematschwetter. Lange Reihen von Toten vor den Baracken. In den Schlamm geworfen. Ich bin allein, fotografiere. Das Entsetzlichste: die Baracke der Halbtoten. Tote, Sterbende, röchelnde Schwerkranke. Alles durcheinander. Nikolai Gutyrja war ein Leutnant der Roten Armee und Angehöriger des Sanitätspersonals. Bei der Verteidigung der Brester Festung wurde er von der Wehrmacht gefangen genommen. 1941 wurde der Offizier nach Zeithain gebracht. Gutyrja war aktives Mitglied der Widerstandsgruppe im Kriegsgefangenenlager und verblieb hier bis zur Befreiung des Lagers 1945. Erst 1961 berichtete er über seine ersten Tage in Zeithain. Es wurde uns befohlen, uns unter freiem Himmel auf den vom Regen noch feuchten Boden zu legen. Jeder wählte für sich eine kleine Grube, in der er versuchte, seinen ausgemergelten Körper zu wärmen. Es gab kein Leben und keinen Tod. Sowjetische Gefangene wurden auf drei Friedhöfen im Umkreis des Lagers in Massengräbern beerdigt. Italiener, Polen und Serben in Einzelgräbern auf einem weiteren Friedhof bestattet. Für ehemalige italienische Gefangene ist Zeithain als das Campo di Morte, als das Lager des Todes, in Erinnerung geblieben.
der Ehrenhain Zeithain, der Obelisk und das Portal aus rotem Granit, versehen mit den Machtsymbolen der Sowjetunion. Nach 1946 werden die Friedhöfe durch die sowjetische Militärregierung umgestaltet, die Namen der Opfer anonymisiert. Der Gedenkort blieb ein Symbol für den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Einziger Hinweis auf die Toten? Die Inschrift »Ruhm und Ehre den Kämpfern gegen den Faschismus«. Auf den Grabfeldern wurden 2013 Tafeln aufgestellt. Darauf geschrieben »Namen mit Geburts- und Sterbedaten der hier gestorbenen Rotarmisten«. So wurde den Opfern ihre Würde zurückgegeben. Angehörige können ihre Toten betrauern. Zwischen 1941 und 1945 kamen am Bahnhof Jakobsthal rund 274.000 Kriegsgefangene an. Allein der Bahnhof Jakobsthal ist erhalten geblieben. Von den Lagergebäuden sind nur noch Fundamente zu finden. Ein Jahr nach der Befreiung wurde das Lager ab Januar 1946 demontiert, die Baracken für deutsche Flüchtlinge wiederverwendet. Bis 1992 wurde das Gelände intensiv als militärischer Übungsplatz der sowjetischen Streitkräfte weiter genutzt. Heute gehört das Areal zum Naturschutzgebiet Gorischheide Elbniederterrasse Zeithain. Die Gedenkstätte hat den historischen Ort des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers wieder sichtbar gemacht. Hier finden Führungen und Ausgrabungen statt. Besser ist natürlich sowas hier. Das ist ein Kochgeschirr mit einer Eingravierung von einem sowjetischen Gefangenen. Fundamente werden freigelegt, Hinterlassenschaften aufgezeigt. Das ehemalige Kriegsgefangenenlager ist heute eine Begegnungsstätte für die Umsetzung internationaler Jugendprojekte. Anfragen nach dem Schicksal von Angehörigen sind ein wichtiger Teil der Arbeit der Gedenkstätte. Verwandte wurden bis zum Ende der Sowjetunion nicht über den Verbleib der Kriegsopfer informiert. Dies war bewusste Politik, da sie in ihrer Heimat als Verräter galten. Heute ist die Gedenkstätte Zeithain eine lebendige Informationsstätte über die Verbrechen der deutschen Wehrmacht und ein international anerkannter Gedenkort, aber auch ein Partner für wechselnde Veranstaltungen zur Zeitgeschichte in der Region.